Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zur neuen und ersten Folge von Growroom TV im Jahr 2016. Ich freue mich riesig, ich bin mit einem Special bei euch. Alle, die ein neues Lampenset sich zulegen möchten, sich ein bisschen Geld sparen möchten, durch Stromersparnis, wie auch immer, oder Temperaturprobleme haben, gut aufpassen, ja, jetzt wird es richtig spannend. Es geht nämlich um LEDs. Ich kann euch eins sagen, leicht wird es einem nicht gemacht, die abenteuerliche Suche nach guten und vernünftigen Pflanzen-LEDs im Internet. Der Markt bietet verdammt viel, ne? Und wenn man sich über einen günstigen Preis zu einem Kauf hinreißen lässt, kann man das manchmal mit Enttäuschung bezahlen. Ne? Also alles, was günstig ist, ist nicht immer gut. Wie gesagt, wir haben uns lange umgesehen, aber unsere Suche war erfolgreich. Ja? Warum, fragt ihr euch? Das werde ich in ein paar Augenblicken dann gleich näher erklären. Zuerst möchte ich in der Geschichte einen kleinen Schwenk nach hinten machen, ja, und euch ein bisschen was über LEDs erzählen. Früher sind LED-Pflanzenlichter müde belächelt worden. Und das nicht zu Unrecht. Die ersten Modelle, die damals auf den Markt gekommen sind, da haben die Dioden zum Teil nur 1 Watt Leistung gehabt, ja, nicht sehr stark. Die Lüfter, die darauf waren, die waren richtig laut, und an die Intensität einer Natrium-Dampf- oder Metallhalogenlampe überhaupt zu kommen, war schier unmöglich damals. Heute ist das anders, ja, Gott sei Dank. Ein gutes Beispiel, mit dem man das vergleichen kann, sind die Flachbildfernseher. Ja. Wenn ihr sich zurückerinnert, die ersten Modelle, richtig schwer, sauteuer, und das Bild hat sich relativ rasch eingebrannt bei den Plasmen. Das ist mittlerweile anders. Ja. Fernseher haben ausgereifte Technik zu einem unschlagbaren Preis. Ja. Genauso ist das mit den LED-Pflanzenlichtern. Immer mehr Züchter, immer mehr Hobbygärtner und Pflanzenfreunde werden sich dieser Tatsache bewusst und rüsten um, einfach wegen den enormen Ersparnissen und Vorteilen. Jetzt wird's richtig spannend. Welche Vorteile bringen uns die LED als Pflanzenlichter? Erster große Punkt: weniger Hitze. Ja. Und die Erkenntnis bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Punkt 1. Die Pflanzenkultivierung im Sommer verläuft wesentlich einfacher, da einfach nicht so hohe Temperaturen in den Zelten erreicht werden. Der zweite Punkt. Die Pflanzen können näher an das Leuchtmittel, also an das LED-Modul wachsen, da nicht so hohe Temperaturen entstehen wie bei einer Natriumdampf- oder einer Metallhalogenlampe. Das ist wiederum ein Riesenplus für alle, die ein Zelt haben, das nicht so hoch ist. Ja, wenn wir jetzt, wir nehmen jetzt unseren Premium-Anbieter Signature daher. Und da nehmen wir uns das Modell DS60. Ja, das hat eine Höhe, ich glaube, von 150 cm. Ja, das ist an sich schon nicht so hoch. Ja, wenn wir jetzt mit einem LED-Modul wachsen, hat die Pflanze die Möglichkeit, ja, größer zu werden, da, wie gesagt, nicht so eine große Hitze im Zelt entsteht, beziehungsweise vom Leuchtmittel selber nicht so eine große Hitze ausgeht, wie eben von einer Metallhalogen- oder Natriumdampflampe. Ein weiterer Punkt noch, das ist die Belüftung. Ein 600 Watt Leuchtmittel, für das nimmt man so 350 Kubik Abluft circa, ja. Also ein 350 Kubik Abluftventilator. Den können wir auch kleiner dimensionieren. Ja. In einem größeren Zelt, einem 240er, 120er, haben wir so 780 Kubik Abluft circa. Diese Ventilatoren haben ja auch einen Geräuschpegel, einen eigenen. Ja. Das bringt eben wieder den Vorteil, wenn wir uns einen kleineren Lüfter ins Zelt geben, haben wir auch nicht so eine große Geräuschkulisse von dem Ventilator. Auch ein weiteres Plus. Der meiner Meinung nach aber, glaube ich, wichtigste Punkt, das sind die Energie- bzw. die Folgekosten. Punkt 1, kein Reflektor mehr notwendig. Wir nehmen das Teil so wie es ist, drehen es um, hängen es an Stahlseil und ins Zelt rein. Das zeige ich nachher noch. Punkt 2, es ist kein Vorschaltgerät mehr notwendig. Stecker reinstecken, Schalter umlegen. Ja. Super easy in der Bedienung. Wir haben 3 Lichtspektren, rot, blau und weiß, von denen wir wählen können, einzeln oder in Reihe geschalten. Da hätten wir dann ein Fullspektrum der Extraklasse. Zeige ich nachher auch noch. Was ebenfalls sehr, sehr interessant ist, das ist die Stromersparnis. Ja. Wir haben ab der ersten Minute eine Stromersparnis von gut 35%. Ja. Das Ganze auf eine Betriebszeit von 50.000 Stunden.
Das wäre bei durchgehendem Betrieb 24 Stunden jeden Tag eine Zeit von 5,7 Jahren. Ja. Wir beleuchten das Ganze nicht mit 24 Stunden jeden Tag, sondern wir beleuchten unsere Pflanzen mit 18 Stunden. Ist noch immer genug für einen gesunden, kräftigen Wuchs. Dann könnten wir eine Betriebszeit erreichen von knapp 7 Jahren. Ja. Das heißt, wir würden uns auf 7 Jahre 35%, ein gutes Drittel, Strom ersparen. Ja. Alle, die sich ein bisschen besser auskennen, die werden sicher wissen, dass man bei Natrium-Dampf- und Metallhalogenlampen mit der Zeit einen Leuchtkraftverlust hat. Ja, je nachdem, wie sehr die Pflanzenlampe im Betrieb ist, sollte man das so alle 1 bis 2 Jahre tauschen. Ja. Das empfiehlt ebenfalls. Ja. Wir haben da keine Leuchtkraft, keine Paarverluste, keine gleichbleibende Leuchtkraft bis zum Schluss. Also noch einmal zusammengefasst. Wir machen eine Betriebszeit von knapp 7 Jahren bei täglicher Beleuchtung von 18 Stunden ein gutes Drittel Stromersparnis. Wir haben keinen Leuchtkraftverlust mehr. Das heißt, wir ersparen uns auf diese 7 Jahre den Leuchtmitteltausch. Das sind je nach Modell zwischen 200 und 300 Euro. Ausgangspunkt eine 600 Watt Natrium-Dampf-Metallhalogenlampe. Wir haben ein ausgezeichnetes Lichtspektrum von 400 bis 700 Nanometern. Es ist kein Reflektor mehr notwendig. Es ist kein Vorschaltgerät mehr notwendig. Wir haben weniger Hitze. Das ist immer spitze. Ja, das Ganze schont unseren Geldbeutel enorm auf diese lange Zeit. Das tut uns gut. Und der ökologische Fußabdruck, den wir hinterlassen, ist auch kleiner. Ja, machen wir für die Natur auch noch was Gutes. So, jetzt tun wir da nicht länger drumherum reden um den heißen Brei. Das ist das kleinere Modul von den beiden, die wir uns ins Sortiment geholt haben. Wie gesagt, TX500. Den größeren werden wir auch gleich holen. So schaut das Ganze aus. Wenn man sich das nach Hause holt, kommt das dann in so einem Karton, beziehungsweise wenn man das bei uns abholt. So. Die Geräte sind natürlich alle überprüft worden vorher. Um für Funktionalität und zu sorgen. Da haben wir das Gerät, also das ist die größere von den zwei TX800. Wie wir sehen im Lieferumfang, LED-Modul. Dann ist da ein kleines Baggy, wo ein Karabiner mit 4 Stahlseilen drinnen ist, die man dann an 1, 2, 3, 4 Enden festmachen kann. So kann man sich das einmal super reinhängen. Wer das Ganze dann noch in der Höhe regulieren möchte, holt sich einfach einen GHP-Hänger. Findet ihr bei uns im Onlineshop, wenn man den gleich suchen möchte, GHP-Hänger. Damit kann man das dann auch super easy in der Höhe per Seilzug regulieren. Kostet 10-12 Euro oder was. C14-Kabel, ja, also ein Kaltgerätestecker, ist ebenfalls dabei. Das steckt man dann an, nur mehr an die Steckdose anstecken. Das war's mit der Installation von dem Gerät. Also einfacher wüsste ich nicht mehr wie. Ja, zum Gewicht gleich. Das sind so circa, ich glaube, 7,6 Kilo. Beim kleineren haben wir 5 Kilogramm Gewicht. So, da la. Das ist die Perle. Und da ist eben das kleinere. Also, die Hard Facts. Das Gehäuse ist aus Metall gefertigt, gibt uns super Schutz vor Spritzwasser und Staub. Die Kühlzellen, einer der wichtigsten Punkte, die sehen wir hier, die sind aus Aluminium, ja, und die sind in doppelter Größe gefertigt worden, um so für eine perfekte Kühlung vom Gerät zu sorgen. Unterstützt wird das Ganze noch von den Lüftern da, die wir sehen. Ja. Das Nice an diesen Lüftern, die sind so leise wie von einem Laptop, ja, also lautstärkenmäßig. Nicht lauter als ein PC, sind wir um die 30 Dezibel. Super angenehm ist das. Wenn wir schon bei der Lüftung sind, gehört jetzt nicht zum Gerät, aber ein ganz, ganz angenehmer Nebeneffekt. Wir müssen nicht mehr so eine starke Abluft ins Zelt reingeben. Für ein normales Zelt, Meter, wir sagen jetzt, wir haben ein Meter oder Meter 20 Zelt, haben wir eine 600 Watt Lampe drinnen, brauchen wir so zwischen 350 und 450 Kubik, das wäre super. Das ist nicht mehr notwendig. Wir könnten uns theoretisch zwei von diesen
ja, von DX800, kommt eben so einer 700 bis 800 Watt Natrium-Dampflampe gleich. Da könnten wir zwei von diesen Modulen in ein 1,20 Meter Zelt reingeben. Das heißt, wir haben dann so rund 1400, 1500 Watt Leistung. Ja, reicht an sich, wenn man da einen 240 Kubik Abluftventilator reingibt, weil eben diese Hitzeentwicklung nicht mehr da ist wie bei den Natrium-Dampflampen. Ja, ganz, ganz feine Nebensache. Also, wir haben die Lüfter, wir haben die Kühlzellen, das Gehäuse haben wir. Last but not least, die LEDs selber. Ja. Die Dioden, die da verbaut worden sind, das sind 3 und 5 Watt Dioden von Cree und Osram. Da gibt man der Pflanze ein super Licht. Ja. Lichtspektrum wird gedeckt 400 bis 700 Nanometer. Also alles, was die Pflanze so braucht. Ja, ich zeige euch das noch kurz mit dem Haken. Man dreht das Ganze um. Da werden wir unseren Schutz unterlegen. So. Egal mit welcher Seite dass man da anfängt, dadurch dass ein Karabiner hängt, macht man einfach 1, 2, 3, 4. So, oder? Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So, oder? Im Prinzip hängt das Ganze, ja, so könnte man das einmal ins Zelt reingeben. Kann man eben, wie gesagt, dann noch auf die GAB-Hänger hängen, wo das Ganze in der Höhe regulierbar ist. Ja, die drei Lichtspektren zeige ich euch einmal beim kleineren Modell und dann zeige ich das Ganze noch einmal beim größeren vor. Die lassen wir damit drauf. Anfangen tun wir mit Weiß. Weiß sorgt für eine gesunde und schöne Wurzelbildung. Blau, Blau ist hilfreich für einen schönen, kräftigen Wuchs. Ja. Sehen wir das so? Haben wir das Weiße noch einmal für die Kamera? Weiß und Blau in Kombination. Weiß und Blau in Kombination bietet uns ein optimales Spektrum für die vegetative Phase. Dann haben wir noch Rot. Rot vollendetes Spektrum dann. Man kann das Ganze wieder in Kombination schalten. Jetzt haben wir ein Fullspektrum der Extraklasse. Ja, diejenigen, die zwischen Natriumdampf und Metallhalogenlampe wechseln, ich weiß nicht, ob ich das vorher schon erzählt habe, können sich das ja auch ersparen. Ne? Also diesen Blaulichtanteil, den die die Metallhalogenlampe uns gibt, den holen wir uns per Knopfdruck, nicht mehr per Lampentausch. So, da zeige ich das Ganze noch, wenn das hängt. Kleines Wirrwarr. So, gleich auflösen. So. Wie man sieht, alles ist recht easy. Da ist nichts groß kompliziert. So. Wie gesagt, Weiß. Blau, Weiß und Blau in Kombination. So, oder? Und Rot. Dann machen wir jeden Puff Konkurrenz.
alle in Kombination wieder geben uns das Full Spektrum der Extraklasse. Schöne Teile. So. Jetzt führe ich euch das noch beim größeren. Beim größeren Modul vor, dass man das da auch nochmal gut sieht. Wiederum weiß. Blau. Und rot. Vielleicht noch ein bisschen was zu den Fakten. Boah. Um, 160 LEDs sind hier verbaut worden. Das waren 104 rote, 32 blaue und 24 weiße. Da sind noch, wie soll man sagen, so Streulinsen drauf. Die schauen, dass das Licht fokussierter und konzentrierter nach unten gebracht werden. Wir haben hier nicht so einen großen Abstrahlwinkel. Wir sprechen da von einem Abstrahlwinkel von ca. 85 Grad. Beim kleineren Bruder, beim DX500, haben wir einen Abstrahlwinkel von ca. 120 Grad. Ja. Das heißt, wenn man ein Zelt richtig voll machen möchte oder sowas, würde ich einem das kleinere Modul eher ans Herz legen. Wenn man sagt, man möchte das nicht so vollstopfen, man möchte der Pflanze mehr Platz geben, beziehungsweise für Mutterpflanzen oder sowas, für die Kultivierung, sind die natürlich besser, weil sie wesentlich mehr Kraft haben. Wir haben da 5 Kilogramm Gewicht bei dem kleinen. Verbaut worden sind 112 LEDs, das waren 64 rote, 24 blaue und 24 weiße Stück an der Zahl beim kleinen Modell. Beim größeren, wie gesagt, da haben wir ja, 7 Kilo, genau sind 7,6 Kilogramm. Eben mit den 160 LEDs 104 rote an der Zahl, 32 blaue und 24 weiße. Ja, Abstrahlwinkel, wie gesagt, nochmal 85 Grad bei dem, 120 Grad bei dem. Ja, gibt es noch irgendwas zum Erwähnen? Vorschaltgerät entfällt, Reflektor entfällt, die übliche Verkabelung, wie man das kennt, entfällt auch. Ja, super easy, super leicht zum Starten. Wenn es irgendwelche Fragen gibt jetzt von euch, schreibt es uns in die Kommentare. Wir schauen, dass wir die schnellstmöglich wieder beantworten können. Jo, ich freue mich, dass ich euch die LEDs jetzt im Einsatz direkt beim Zelt nochmal zeigen kann. Wenn wir uns das Ganze dann mal anschauen. Da haben wir das große Modul hängen, also die DX800. Ist jetzt mit dem Fullspektrum betrieben, also alle drei Leuchtstufen sind aktiviert. Rot kommt jetzt weg. Jetzt haben wir nur Blau und Weiß. Blau kommt jetzt auch weg. Ja, das sehen wir auch jetzt unter dem Licht, wie schön die Pflanzen das Ganze annehmen. Wenn wir uns die jetzt anschauen zum Beispiel, das ist eine Chronic. Die Internoden, also die Abstände zwischen den einzelnen Trieben, sind sehr kurz gehalten. Die Triebbildung, ja, wie man sieht, ist der absolute Wahnsinn. Also die Pflanze spricht richtig, richtig gut auf das Licht an. Jetzt haben wir nur Blau. Nur Rot. Nur Weiß. Und Weiß und Blau in Kombination. Ja, optimales Lichtspektrum für die vegetative Phase. Was ich euch gleich jetzt auch noch zeigen kann, das sind die GHB-Hänger, von denen ich gerade vorher noch gesprochen habe. Das sind diese Teile da. Hängen am Karabiner auf der Stange. Wir müssen da oben das nur entriegeln. Ja, Seil zwischen Händen festhalten. Und das LED-Modul gibt nach,
Das Ganze machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Wie gesagt, das eine Seil zwischen den Fingern festhalten, entriegeln. So. Zack. Schon hängende Teile um 20 cm tiefer. Findest im Online-Shop. Wenn wir das höher geben wollen, ziehen wir da jetzt einfach wieder an und unser Seilzug bringt das Ganze wieder in die Luft. So, lala. Sollte noch irgendwelche Fragen zu diesem Gerät sein, schaut einfach auf die Homepage. Ja. Schaut auf www.growroom21.at. Steht ein Haufen Informationen zu diesen Teilen drinnen. Wenn sonst noch irgendwelche Fragen auftauchen, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail. Ja, werden wir alles beantworten. Schnellstmöglich, ehestmöglich, wie wir das schaffen. Ansonsten würde ich einmal sagen, das war's mit dem LED-Video. Ich komme in Kürze wieder mit neuen Frühjahrssachen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.